Schönen guten Abend. Herzlich willkommen zu unserer Pressekonferenz nach dem Bundesligaspiel zwischen Borussia Dortmund und Eintracht Frankfurt. Ich begrüße beide Trainer und bitte unseren Gästetrainer Adi Hütter um seinen Kommentar zum Spiel. Ja, zuerst einmal schönen guten Abend. Zweitens möchte ich Lucien Favre und Borussia Dortmund zum verdienten Sieg gratulieren. War über 90 Minuten gesehen. Leider aus unserer Sicht ein Klassenunterschied. Wir haben heute sehr viel vermissen lassen, was uns in den letzten Wochen auch ausgezeichnet hat. Wir konnten mit dem Ball nach vorne überhaupt keine Akzente setzen. Das Torschussverhältnis, glaube ich, sagt alles. Obwohl ich am Anfang schon auch gesehen hätte, dass Borussia Dortmund ein paar einfache Ballverluste gehabt hat, wo wir dann einfach nicht zuschlagen konnten nach vorne, weil wir nie hinter die Kette gekommen sind, nie torgefährlich wurden, selbst immer leichte Abspielfehler gemacht haben, sehr, sehr ungewöhnlich heute und deswegen verdiente Klatsche auch in dieser Höhe. Danke. Vielen Dank, Adi Hütter. Lucien, dein Kommentar zum Spiel bitte. Guten Abend. Ja, nach meinem 4-0 gegen Frankfurt natürlich, wir sind sehr, sehr zufrieden. Es war verdient. Nicht vergessen, dass Frankfurt eine sehr, sehr, sehr gute Anfangrückrunde gemacht hat bis jetzt. Und wir haben gut gespielt. Die 1-0 ist gekommen spät natürlich von Lukas Piszczek mit seinem Linksfuß. Und das war sehr, sehr gut für ihn und für die Mannschaft. 1-0 in der Halbzeit. Und wir wollten die 2-0 natürlich machen. Wir haben das ziemlich schnell gemacht, 2-0, auch 3-0 nachher. Nachher es war fast fertig natürlich. Wir haben weiter das Spiel kontrolliert und weiter nach vorne gespielt, ein 4-0 gemacht und wir sind zu 0 geblieben. Das ist wichtig auch. Vielen Dank auch dir, Lucien. Bevor Sie an der Reihe sind, möchte ich noch den Pressetipp auflösen. David Fiou von der L'Equipe lag heute richtig. Herzlichen Glückwunsch dazu und zur Aral Supercard in der limitierten BVB-Edition. So, nun sind Sie dran. Ihre Fragen an beide Trainer bitte. Felix Meininghaus. Herr Favre, was hat Sie denn heute mehr gefreut, dass Ihre Mannschaft 4 Tore erzielt hat oder dass sie mal wieder zu 0 gespielt hat? Beide. Beide. Richtig, es war wichtig, weiter ein zweites Tor zu machen, ein drittes Tor so, aber zu 0 bleiben. Frage an Herrn Favre, warum haben Sie Emre Can rausgenommen? War das eine reine Vorsichtsmaßnahme oder war er angeschlagen? Nein, es war, er konnte nicht weiter, hat schon die Woche nicht, er hat gestern trainiert und die anderen Tage hat nicht trainiert und es war nötig. Weitere Fragen. Peter Müller, bitte. Aber wie hat Ihnen denn Emre Can gefallen bei seinem Heimdebüt? Er hat ja schon kämpferisch und strategisch Akzente gesetzt, oder? Sehr gut, ja. Wie Sie sagen, er kämpft, er geht in den Zweikampf, um den Zweikampf zu gewinnen, Balleroberung oder der andere kann nicht weiter. Und aber das ist okay. Und er spricht auch mit den anderen und das ist wichtig, sehr, sehr wichtig. Franke von der Radio FFH, Herr Hütter, bis Donnerstag ist ja noch ein bisschen Zeit, aber wie arbeiten Sie das jetzt mit der Mannschaft auf? Wird das nochmal angeschaut, die Fehler angesprochen oder sagen Sie, nee, Mund abputzen, das lassen wir jetzt hinter uns und direkt Richtung Salzburg? Ich glaube, die Niederlage hat uns auch gezeigt, wenn man taktisch und im Spiel nach vorne einfach nicht das umsetzt, was wir besprochen haben. Wir haben natürlich versucht, auch Dortmund in den letzten beiden Spielen so zu analysieren, dass es auch immer wieder Möglichkeiten gibt, ihnen weh zu tun. Das ist uns heute überhaupt nicht gelungen. Wir haben der Dreierkette hinten überhaupt keine Probleme bereitet. Wir werden die Niederlage natürlich analysieren, wie immer, die Schlüsse daraus ziehen. Aber ich weiß, dass wir am Donnerstag in der Europa League zu Hause vor ausverkauftem Haus gegen auch eine starke Mannschaft sicherlich wieder ein anderes Bild abgeben werden. In Dortmund kann man verlieren. Mir hat nur die Art und Weise heute gestört. Gibt es weitere Fragen? Bitte. Eine Frage auf Französisch.
Können Sie bitte den Knopf drücken vor sich, damit wir Sie alle hören? Danke. Eine Frage an Herrn Favre. Jetzt kommt Paris Saint-Germain. Oui. Thomas Tuchel hat eine kleine Zeit hier schon verbracht. Gibt es noch einen Einfluss, eine Thomas Tuchel Erbe in Borussia Dortmund? Wir spielen gegen Paris. Ja. Und ich weiß, dass Thomas Tuchel 2 Jahre hier gemacht hat. Ich kenne ihn, weil wir haben gegeneinander gespielt, als er in Mainz war. Und aber ja, jetzt ist er in Paris. Aber er war schon dabei zuvor in Dortmund. Parler français. Mais il était avant à Dortmund. Donc est-ce qu'il a laissé Il y a 2 ans, non, même plus. Il y a 2 ans et demi et maintenant il est à Paris. Moi, encore une fois, je ne vais pas parler de mon collègue. On joue contre Paris. Ok, bitte. Favre, ich habe den Eindruck, dass die Mannschaft mit weniger Risiko gespielt hat. War es Ihre Anweisung? Mit mehr Geduld. Mit mehr Geduld. Manchmal, ja. Ich sehe keine weiteren Fragen mehr. Dann danken wir für Ihr Interesse und wünschen unseren Gästen eine gute Heimfahrt. Dankeschön. Tschüss. Danke.